Böse mal kommt, böse mal kommt, böse mal kommt, böse mal kommt. Platzaxt 20, ich bin Fato, böse. Grüß dich. Was geht? Geht. Es geht voran. Es geht voran. Es gibt Neuigkeiten. Genau, okay. Aber das will ich jetzt dir mal überlassen. Ja, das die Neuigkeit gab, ja, zu verkünden, die eigentlich gar nicht mehr so neu ist. Also, es gab ein Treffen. Halt! Ha? So, jetzt halt, schieß los. Also, es gab ein Treffen mit, also zwischen dir und Sinan mit dem sinnlosen. Das sollte sich statt dem G ein W machen. W warum? Wie, warum? Wie, Sinan, W wie Witzbold. Ja, also okay. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so krass über seine eigene Witze lacht. Der ist ja fast umgefallen, vom Stuhl gefallen, so, der konnte ja gar nicht mehr. Ja, ich meine, na gut, ich musste ja auch lachen, aber nicht über den Witz, sondern über den Sinan mit dem sinnlosen G. Besser W wie Witzbold. Ja, genau. Ja, da hat er versucht, einen Witz rauszulassen. Ja, bestimmt so, ruf mich an, weißt du. Bestimmt, ja. Bestimmt, der hat ja genug so, Zeit. Der hat doch komisch schon geblinzelt so davor, so irgendwie komisch in die Dings rein, gell? Da war bestimmt, irgendwie so, keine Ahnung. Also, ja, also so, könnte man so meinen auf jeden Fall. Jedenfalls hat er es versucht, ja. Jedenfalls hat er es versucht. Ja, jedenfalls steht es jetzt offiziell am 21. Mai. Und wie es aussieht, sind jetzt alle Karten verkauft. Nein, noch nicht. Ich habe heute Mittag mit dem Leon Marcher, der hat mich angerufen, wir haben kurz gequatscht. Und 1500 Tickets sind schon weg, das waren keine 15 Stunden. Also für die noch Tickets haben wollen, ranhalten. Die sind schneller weg wie warme Semmeln. Ja, heißt es jetzt, da kommen noch ein paar oder haben die Leute Möglichkeiten noch welche? Nee, es gibt ja noch, sind ja insgesamt, soviel ich weiß, sind es ja 4000 Sitzplätze oder 4000 Plätze sind, 4000 Tickets gibt es. Es gibt 4000 Tickets. Davon sind jetzt mal ein Drittel, ist es mal weg. Ein gutes Drittel, mehr wie ein Drittel, doch ein Drittel kann man sagen. Ja. Und genau, also ich würde mal sagen, die Community, Team Bösemann, was soll ich sagen, Alter? Haut rein und kommt vorbei. Kommt und unterstützt Team Bösemann natürlich. Unterstützt den Placo. Ja. Ja, da werden schon einige da sein. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja allein von unseren Leuten sind ja über 500 da. Ja, von meinen Leuten so. Also, keine Ahnung. Ja. Ja. Genau. Ja, bis dorthin sind ja jetzt ungefähr 4 Wochen. Ja, 4 Wochen. Oder, beziehungsweise 3,5. Und du bist auch und so dabei. Hält sich gerade fit. Ich bin in Topform. Ich bin in Topform, genau. Ich bin gespannt, was da eigentlich an dem Abend dann noch laufen wird. Da sind, glaube ich, noch irgendwelche YouTuber am Start und so, ne? Irgendwie. Ich denke bestimmt, ja. Und wer kommt denn da? Der Masnak? Bestimmt. Ja, aber hoffentlich bringt er nicht seine Frau mit, weil dann gibt es wieder... Gib ihm. Ich glaube, der ist aber auch gerade sozusagen kräftig am Training, habe ich jetzt seine Insta-Story gesehen. Der Masnak. Ja gut, seitdem ich da bin, so, ist ja gerade irgendwie... Boxen ist ja gerade sowieso gerade so das Thema Nummer 1 geworden. Richtig. Ja. Ich höre und sehe immer wieder irgendwo Pre-Workout. Das ist ein Pre-Workout. Ja, aber das ist der YouTuber, wie heißt er? Fällt mir gerade sein Name nicht ein. Der geht immer ab, so böser Mann mit seinem Pre-Workout. Das ist ein gutes Pre-Workout. Ja. Königswasser. Oh, Königswasser. Ist mir da etwa ein Rübser entrutscht? Hör mal, was soll man machen? Ich bin halt, Placo, was soll ich sagen? Wir sind ja noch nicht so von der Gentleman-Schule, so, weißt du, ich meine, da tun wir uns ja noch ein bisschen schwer. Und Romantik ist ja auch nicht so, ist auch nicht so meins. Ne? Also von dem her, und seid ja, denke ich mal, beim Sinan mit dem sinnlosen G, oder besser gesagt mit dem Weh, Witzbold, auf jeden Fall besser bedient. Genau. Okay, Placo, da kommt doch jetzt noch was von dir, ein Track. Da kommt auf jeden Fall ein Track. Mordinstinkt. Mordinstinkt. Okay. Da werde ich auch ein bisschen
Sachen, die ich, sagen wir mal, also da wird auch ein bisschen was nachgeholt, was ich auch ein bisschen habe schleifen lassen von einem gewissen Rapper, der gemeint hat, mich oder meine Leute dissen zu müssen, ne? Und ja, das kann ich natürlich so nicht stehen lassen, ne? Sonst wäre ich ja nicht der ich bin, wenn ich nicht wäre, wie ich bin. Ja? Von dem her kommt hier auf jeden Fall meine Antwort. Und ich kann auch so viel verraten, derjenige, oder wie nennen wir ihn, das Opfer. Okay, weil es also gibt ja willst Jäger. Du jetzt noch nicht verraten? Oder vielleicht wissen ja. Ich kann. Weiß ja der ein oder andere vielleicht, wer gemeint ist. Ja, keine Ahnung. Mordinstinkt, ja richtig. Da geht's eigentlich dann so ein bisschen gerade darum, was gerade so in der Rap-Szene abgeht. Genau, dass ich gerade auch wirklich Rapper werden zu Boxern oder Rapper werden jetzt arbeitslos, ist auch schon im Gespräch, dass Rapper jetzt Arbeitssuchende sind. Pumpernickel-Rapper werden Arbeitssuchende. Ja. Lass den Kopf nicht hängen. Es gibt noch Hartz IV. Deutschland ist ein Sozialstaat. Hier muss niemand verhungern. Also es muss wirklich niemand verhungern. Ja, muss man so sagen. Ne? Also, aber da gab es doch diesen einen Rapper, will ich jetzt keinen Namen nennen, der auf irgendeinem Track Detektiv, Medizin, keine Ahnung, was weiß ich. Oder? Irgendwie sowas. Kein Plan. Detektiv, Medizin, ja, was der Teufel weiß, keine Ahnung, warum die auf solche Titel überhaupt. Ist ja auch egal, Plako, auf jeden Fall kommt da halt auf jeden Fall die Antwort. Ne? Aber das ist nur beiläufig. Viel wichtiger ist auf jeden Fall der Boxkampf. Der Boxkampf, der steigt am 21. Ich bin heiß drauf, ich bin hungrig. Es wird auf jeden Fall Entertainment sein, auf jeden Fall. Safe. Ich muss sagen, Sinan mit dem sinnlosen G oder jetzt besser W. Wie soll ich sagen, so ganz zu unterschätzen ist der Mensch natürlich nicht. Ja, so ganz zu unterschätzen ist er nicht. Er ist dann auch, ist auch eine Kämpfernatur, kann man sagen. Ja, also selbstverständlich, ich meine, klar, allein aus der Tatsache heraus, dass er ja gegen mir die Stirn bietet. Allein, dass er mir die Stirn bietet. Zeugt ja auch schon von seinem Kämpfergeist. Aber wie gesagt, einer verlässt die Arena als Sieger, der andere als Verlierer. Ja? Aber ich muss hier noch dazu sagen, selbst wenn der Sinan mit dem sinnlosen G oder W verlieren sollte, ist er nicht wirklich Verlierer. Ist er nicht wirklich Verlierer. Also, ich denke, jemand, der die Courage, den Mut hat, um in den Käfig oder in einen Ring zu steigen, vor einem tosenden Publikum, vor muss man vorstellen, das sind ja Scheinwerfer und alles Mögliche auf einen gerichtet. Das sind, wenn die Halle jetzt ausverkauft ist, sind es 4.000 und das mal zwei, das sind 8.000, 4.000 Paar Augen, die auf einen gerichtet sind. Und ja, also für die jetzt dieses System des Kämpfens noch nicht ganz richtig verstehen oder blicken, sind meistens die YouTuber, die eigentlich immer nur halt so jetzt vor den Kameras sitzen und irgendwelche Reactions machen auf irgendwelche Sachen so oder auf irgendwelche Kämpfe. Es ist so, ich erkläre euch das mal kurz. Der Kampf, der beginnt ja eigentlich schon in der Umkleide oder in der Tribüne, also im ist es Umkleide, ne? Im Hintergrund oder so, also da im Umkleideraum, ja. Ja, genau, da wo man eigentlich darauf wartet, da geht ja eigentlich der Kampf schon los. Ja. Das bedeutet, auf dem Weg in die Manege, in die Arena, ja, in den Ring, da ist dann die mentale Stärke des Kämpfers gefragt. Da geht es dann nicht mehr, da geht es nicht um Technik oder um Dings, sondern um Kampfgeist. Oder so. Da geht es um die mentale Stärke. Ja. Und da kommt es dann darauf an, wie erfahren ist derjenige, der die Manege betritt. Wie kann er mit so einer Stresssituation umgehen? Ja. Einer, der jetzt nicht so stabil ist, im Kopf oder jetzt mental nicht so stark ist, ja, der verliert schon auf dem Weg in den Ring, sagen wir mal, drei Runden.
Der hat schon sozusagen, wenn er den Ring betreten hat, schon 3 Runden gekämpft. Das heißt, er fängt bei der 4. Runde an. Ja, weil viele bereiten sich ja darauf vor. Ja, und bei uns sind es ja, so viel ich weiß, 6 Runden angesetzt auf 2 Minuten ohne Kopfschutz mit 10er Unzen. 10er Unzen, da haben wir drauf bestanden, dass 10er Unzen, dass wir mit 10er Unzen kämpfen. Und genau, das bedeutet, wenn jetzt jemand, wie gesagt, mental nicht so stark ist, der fängt dann bei der 3. oder 4. Runde an. Ja. Also und ist es dann für denjenigen... Also ist eine Stresssituation. Das ist genau. Eine Stresssituation. Adrenalin frisst Kondition. Und das belastet den Körper auch. Das belastet, richtig, nein, das belastet die Kondition. Das geht auf die Kondition, das geht auf, das geht in die Konstanz. Ja? Genau. Und da kommt es dann darauf an, wie stabil hält sich dann der Kämpfer. Wie kann er das umsetzen, was er trainiert hat. Genau. Im Ring... Klar, da gibt es dann die dann hier ihre Bewegung, ihre Moves perfekt machen, kommt aber mal ein Brett in die Leber oder mal auf den Kopf. Ja? Ist er dann, wird er aus der Fassung gebracht? Lässt er sich nicht aus der Fassung bringen? Macht er weiterhin steht noch die Deckung? Ja? Ist er noch kräftig dabei? Ist er entmutigt? Es kann ja sein, es kommt ein Brett, dann ist er entmutigt. Er hat gesagt, boah, scheiße. Ja, das sind Stresssituationen. Das sind Stresssituationen. Das wissen natürlich die Rapper, aber auch die YouTuber, die können das ja nicht, die wissen das nicht, weil die mit Kämpfen und so weiter sozusagen noch nie was am Hut gehabt haben. Nur mal so nebenbei so ein bisschen erklärt die ganze Sache. Wie gesagt, es wird auf jeden Fall Entertainment. Ich bin gespannt, wie gesagt, auch auf die, wenn auch irgendwelche YouTuber aufeinander losgehen. Was eigentlich vielleicht auch ganz interessant ist. Ne? Genau. Ja, ich meine, Sinan ist ja wirklich der Einzige, der Eier zeigt und Eier hat, gegen dich anzutreten. Weil ich meine, du hast ja sozusagen die Ding-Herausforderung und das ist der Einzige, der gesagt hat, komm, ich nehme es dir an. Das ist der Einzige, richtig. Und deswegen würde ich sagen, selbst ich muss fair sein, wir müssen fair bleiben. Das ist Fairplay. Natürlich. Was auch immer, wie auch immer, das in dem vorangegangenen Beef gelaufen ist. Man muss fair bleiben und sagen, wie gesagt, der Sinan, der zeigt hier wirklich Mut. Der zeigt Mut und Courage und stellt sich dem Dämon. Ja, Plako, dann sind wir gespannt. Am 21. Mai in Hamburg. Wie heißt denn diese Arena? Boah, ich habe keine Ahnung. Ja, steht auf jeden Fall. Könnt ihr ja in der Ding-Beschreibung unten nochmal ausführen. Richtig. Ab 17.30 Uhr ist, glaub ich, Einlass. Und Hauptkampf ist dann um 21.30 Uhr, soweit ich weiß. Echt? 21.30 Uhr? Ja. Okay. Vorher kommen natürlich noch andere sehr, sehr gute Boxer. Die ganzen dabei. YouTuber und so, gell? Oder ja, noch ein paar andere. Sind nee, das normale sind Boxer, ja, echt? Genau. Ja, so Vorkämpfe, okay. Ja, das sind noch ein paar und... Okay. Sehr, sehr gut. Und letztens hat auch der Ding gewonnen, wie heißt der? Der Ding Illyrian, der hat einen Kampf gewonnen, der wird wahrscheinlich auch an dem Tag kämpfen. Wer ist das Illyrian? Der Edison. Eddie, jetzt weiß ich. Ah, jetzt hat er, genau, okay. Genau. Edison. Ja. Und der wird auch an dem Tag kämpfen. Ja gut, da bin ich mal gespannt. Hoffen wir doch, dass er den Gegner auch auf jeden Fall weghaut. Der ist sehr, sehr gut in Form. Der ist in Form, auf jeden Fall. Ja. Okay, gut. Da würde ich sagen, ja, weil ich habe jetzt auch gleich Training. Ja. Was erscheint hier immer so? Was erscheint hier immer mal? Was ist das schon so? Was ja gleich lernen. Auf jeden Fall, ich habe jetzt in ein paar 5 Minuten Training. Alles klar. Es geht los. Also wie gesagt, ich bin in Topform. Ich rate meinem Gegner auch, sich in Form zu bringen, wenn das nicht ist. Soll das machen. Hat noch genug Zeit. Hab noch genug Zeit. Und Flecker. Böser Mann kommt! Böser Mann kommt! Böser Mann kommt! Böser Mann kommt!